Herzlich willkommen zurück bei Badulais Schreibmaschine. Im heutigen Video geht es um die, wie man sieht, die Hermes 2000 bzw. die Hermes Media. Ihr habt es im Thumbnail-Titel schon gesehen und zwar geht es heute um diese zwei bzw. drei Maschinen. Hier ist noch eine, aber die seht ihr glaube ich noch nicht. Die zeige ich aber auch gleich. Und zwar die Hermes 2000. Der Vorgänger der berühmten Hermes 3000, die auch sehr beliebt und sehr einen sehr guten Ruf genießt. Und wir schauen uns heute mal den Vorgänger an, beziehungsweise die abgespacktere Version vom Vorgänger, die Hermes Media. Ja, wie man sieht, ich habe jetzt zwei wunderschöne Modelle in tiefem Schwarz, Kreuzlack und in einem wirklich schönen Zustand, kann man nichts dran aussetzen. Ja, ich erzähle heute ein bisschen was zu ihr und gehe dann auf die Funktion und zum Schluss auf den Schreibtest ein. Doch bevor das Video richtig anfängt, wollte ich nochmal eine kleine Suchaktion starten und zwar fehlen mir für die Hermes 2000 bzw. die Hermes Media hier und da ein paar Teile. Jetzt bei dieser nicht, aber ich habe hier noch eine grüne. Da sind auch die Gummifüße kaputt, jetzt habe ich meinen Tisch zerkratzt und zwar habe ich hier noch eine grüne und hier bräuchte ich ein paar Teile und ich dachte, ich versuche mal so an ein paar Teile zu kommen, indem ich hier im Video einfach ein bisschen darauf aufmerksam mache. Und zwar brauche ich zum einen eine Farbbandgabel. Hier ist leider eine Farbbandgabel kaputt. Und dann bräuchte ich hier bei der grünen oder bei der schwarzen nochmal hier so eine Abdeckung für eine Spule. Falls ihr sowas habt, meldet euch gerne bei mir, natürlich auch gegen Bezahlung. Und dann hier bei der Hermes 2000 bräuchte ich einmal Gummifüße, kriege ich wahrscheinlich selbst irgendwo her. Aber hier bräuchte ich einmal einen Drehknopf. Und an der Maschine wurde schon gebastelt, hier und da fehlt bestimmt noch irgendwas. Also wenn ihr so eine Schlachtmaschine habt oder zufälligerweise aus der Schweiz kommt und mir so eine Maschine auftreiben könntet, meldet euch gerne bei mir. Ich hätte da Interesse dran. Jetzt aber genug dazu und kommen wir jetzt zu diesen zwei Maschinen hier. Die Hermes 2000 ist mehr oder weniger die Hermes 3000, also von der Klasse her, bloß halt das ältere Modell. Diese Maschine kommt jetzt von 1948, also echt alt. Die hier kommt von 1950 und das sieht man dann eigentlich gar nicht so sehr an. Der Zustand ist wirklich gut, das Design ist auch schon relativ modern, also klar, die ist dunkelschwarz, wie es damals in der Kriegszeit war, bei den Schreibmaschinen. Man könnte denken, dass sie älter ist, aber dass sie jetzt von 48 kommt, hätte ich echt nicht gedacht, beziehungsweise ich hätte eher so 52 bis 55 geschätzt und die sind doch nochmal einiges älter. Die Hermes 2000 nimmt denselben Platz ein wie die spätere Hermes 3000 und zwar ja die ist halt höhere Klasse, denn sie hat einen Tab, sie hat einen Anschlagsregler, einen Farbschalter, aber hier hat sie ja nur einen zweifarbigen Farbschalter, das heißt blau, rot und einmal neutral. Die Hermes 3000 hat ja einen dreifarbigen Farbschalter, das heißt, die hat neutral, blau, rot und dann noch einmal die Zwischenstufe, also hier die Mitte von dem Farbband. Das hat die Hermes 2000 noch nicht, das hat sie erst später bekommen, also die in der Mitte 3000. Ansonsten hat sich von der Mechanik hier oder allgemein von der Funktion nicht viel getan. Mechanisch natürlich ist die Maschine natürlich ganz anders und der Anschlag ist meiner Meinung nach auch deutlich besser. Aber ansonsten von der Funktion her hat sich hier nicht viel getan. Von der Hermes 2000 zur Hermes 3000. Die Hermes Media nimmt dieselbe Klasse ein wie die Hermes Media 3. Also ist einfach die etwas leichtere Variante der Hermes 3000 bzw. jetzt hier der Hermes 2000. Und hat halt Funktionen wie zum Beispiel ein Tab nicht oder ein Anschlagsregler. Sowas fehlt. Ansonsten sieht man auch, das Design ist etwas anders. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt eine altersbedingte Designänderung ist oder ob es jetzt wirklich ein modellabhängiger Designunterschied ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Denn die Hermes 2000, die ich ja gerade gezeigt habe, die sieht genau gleich aus wie diese hier. Also die hat einen Deckel, den man ganz mal abnehmen kann. Und die Hermes Media hat einfach nur diese Staubschutzabdeckungen. Und die Typen sind offen. Das ist halt der Unterschied zwischen den zwei. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt wegen dem Alter ist, dass die Maschine 2 Jahre jünger ist. Oder ob es jetzt halt ein modellabhängiger Unterschied ist. Außerdem sieht man bei einem Unterschied zwischen der Hermes Media und der Hermes 2000 an den Ecken der Maschine. Und zwar die ganze Maschine bei beiden Maschinen ist aus Kreuzlack. Aber die Hermes Media, Hermes 2000 hat halt die Ecke nochmal aus separaten, dickeren Metallstücken, also kein Metallblech, sondern wirklich Gussmetallstücke, die schwarz glanzt lackiert sind. Also die sind wahrscheinlich, wenn man irgendwie hängen bleibt, extra so, dass da jetzt kein großer Schaden an der Maschine entsteht oder wenn die Maschine hinfällt, dass dieses dicke Metallteil nicht bricht. Also dass es
den größten Schaden übernimmt und man die einfach austauschen kann. Also es sind einfach vier Schrauben und dann kann man diese Ecken auch schon wieder austauschen. Das hat die Hermes Media leider nicht. Aber ist jetzt auch kein großer Verlust, würde ich mal sagen. Ja, dann kommen wir mal zu den Funktionen. Diese Maschine werde ich leider nicht benutzen können, weil die Farbangabe fehlt. Wie schon gesagt. Und wir gehen in diesem Video nur auf die Hermes 2000 ein. Das heißt, ich stelle die kurz weg und wir schauen uns nur die Hermes 2000 an. Also kommen wir erstmal zu der Front. Ich versuche in diesem Video auch wieder ein bisschen mehr auf die Funktion einzugehen, beziehungsweise die ein bisschen genauer zu zeigen, weil im letzten Video, wo man jetzt diese Perspektive hatte, hat man die Funktion nicht perfekt gesehen und da versuche ich jetzt darauf zu achten. Also erstmal an der Tastatur. Wir haben eine vierreihige Tastatur. Das ist jetzt eine Schweizer Tastatur. Es gibt keine großen Umlaute, also kein großes Ö, E und I. Ö, E und Ü. Man sieht es auch. Ja, dann gibt es ganz mal links und rechts die Umschalttasten. Hier auch die Feststelltaste. Man sieht, die Maschine hat noch eine Wagenumschaltung. Das ist auch ein Unterschied zur Hermes 3000. Eine Wagenumschaltung, wie man sieht, die Wagensperre ist noch aktiviert. Will man die Wagensperre deaktivieren, ich hoffe, man erkennt es, das ist ein bisschen nah, gibt es hier einmal diesen Hebel, ähnlich zur Hermes 3000. Den drückt man jetzt einfach hoch, schiebt den Wagen einmal nach rechts, lässt los und jetzt kann man den Wagen mal bewegen. Klar, ich habe jetzt noch einen Rand. So, jetzt kann man den Wagen frei bewegen und auch die Umschaltung benutzen. Was man zur Umschaltung sagen muss, ist, dass die Umschaltung wirklich nicht schwer hoch und runter fährt, also ist alles sehr, sehr leicht. Also für eine Wagenumschaltung ist schon relativ leicht, klar nicht so wie eine Segmentumschaltung, aber dafür hat man hier den Vorteil, wenn man jetzt schreibt und die Umschaltung loslässt, der Wagen ist vom Gewicht quasi einfach sofort wieder unten und man kann ganz normal weiterschreiben. Bei der Segmentumschaltung muss ja das Segment von Federn hochgehoben werden und es kann etwas länger dauern als jetzt bei so einer Wagenumschaltung und dann kann es sein, dass die Typen etwas versetzt sind beim zu schnellen Schreiben. Hier oben hat man einmal den Tabulatorstopp Setzer und Löscher mit einem Plus und einem Minus. Minus ist Tabulatorstopp Löschen und ein Plus ist ein Stopp Setzen. Man sieht es auch hier an der Rückseite. Hier hat man diese Tabulatorstopp Leiste und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Stopp hinsetze im Plus, sieht man, dass jetzt hier irgendwo hier der Stopp eingedrückt wurde und dort bleibt der Wagen dann jetzt auch stehen. Wenn wir alle Stopps löschen, das kann ich jetzt schon mal sagen, gibt es hier einmal diesen Hebel an dem Wagen. Der ist dunkel, also schwarz und nicht verchromt, den drücken wir einmal hoch. Und jetzt sind alle Stopps gelöscht. Das ist eine sehr gute Funktion und ich finde es irgendwie schade, dass viele Maschinen mit einem Tab, zum Beispiel die Hermes 3000, ah doch, die hat auch sowas, aber viele andere Maschinen haben sowas leider nicht. Ja, von der Tastatur her kann man sagen, dass es jetzt keine großen Auffälligkeiten gibt. Es ist halt eine normale Schweizer Tastatur, es gibt viele Axons, aber dafür keine 1, keine 0, aber ja, viele Tasten, die man hier im Deutschen gar nicht benutzt. Ja, dann hat man einmal hier auf der rechten Seite, von euch aus rechts, einmal den Randauslöser. Der ist übrigens kein Typentwirrer. Also, das hat die Hermes 3000, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube auch nicht. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, weil die Hermes 2000, dafür haken sich die Typen jetzt zumindest bei mir nicht ganz so oft. Dann hat man einmal den Tab. Wie schon gesagt, hier setzt man die Stopps. Und hier kann man dann den Tab drücken und der Wagen rutscht da einmal durch. Hier der Farbschalter, wie schon gesagt, einen zweifarbigen Farbschalter. Die Hermes 3000 hat einen dreifarbigen. Ja, dann sind wir eigentlich fertig mit der Tastatur hier vorne. Hier sieht man noch einmal eine schöne Hermes 2000 Aufschrift. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. Die neuere Hermes 2000 hier links von mir hat hier jetzt keine Aufschrift mehr, sondern schon so einen richtigen... So ein richtiges Emblem, also das wurde, ich meine, aufgeklebt und nicht eingegossen. Aber beides sehr ansprechend. Das hier wird wahrscheinlich mit der Zeit irgendwann mal verschwinden, weil es halt aufgedruckt ist oder halt mit dem Kreuzschlag auflackiert ist. Ja, dann kommen wir jetzt einmal zum Deckel. Den Deckel kann man einfach hochziehen, der wird mit Federn gehalten. Hier sind die zwei Haken. Die kommt hier einfach in die Maschine rein. Ja, dann sehen wir hier schon einmal die Mechanik. Falls ihr die Maschine übrigens sauber machen wollt, müsst ihr darauf achten, weil die Hermes, die alten Hermes-Maschinen, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber die werden irgendwie von 40 Schrauben oder so gehalten. Also nur das Gehäuse wird von 40 Schrauben oder so gehalten. Also das ist wirklich verrückt, da braucht man bestimmt 2 Stunden, bis man alle Schrauben abgeschraubt hat. Und man muss sie halt auch wieder richtig zuordnen können. Zum Glück sind es immer dieselben Schrauben. Also es gibt 3 verschiedene Schraubenarten bei der Hermes 2000. Und man findet die relativ leicht wieder. Aber man muss halt darauf achten, oder sehr viel Zeit einplanen, wenn man das Gehäuse ausbauen will. Ja, dann kommt man... Hier ist Farbband, man sieht das Farbband, man sieht die Typen.
Funktion gibt es hier leider nicht. Also Ansteckungsregler ist nicht hier, sondern woanders. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Das Farbband, ganz normales Gruppe 1, 13 mm Band, wie es bei mir auf der Website ist, passt perfekt rein. Farben, ihr könnt ein- oder zweifarbig nehmen, beides funktioniert bei der Maschine wegen Farbschalter und ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel. Will man die Aufsprühung am Farbband ändern, gibt es links und rechts hier zwischen Gehäuse und Wagen. Einmal hier ist ein Hebel, den kann man dann reindrücken und auf der anderen Seite auch wieder reindrücken. Damit ändert man die Aufsprührichtung und das Farbband wird halt von einer Spule zur anderen gewickelt, hin und her. Das Ganze passiert nicht automatisch, das heißt, wenn euer Farbband am Ende ist, müsst ihr es von Hand machen. Ja, der Deckel kommt auch ganz normal wieder drauf. Achtet darauf, dass er wirklich richtig drin ist, weil sonst fahrt ihr hier mit dem Zeilenschalter permanent gegen diesen Lack. Und wie man sieht, hier ist nicht viel Platz, also da passt kein 4-5 mm oder so, passt da dazwischen. Aber hier ist halt kaum Spiel. Ja, dann sind wir jetzt schon bei der Funktion vom Wagen, beziehungsweise ich komme nochmal auf die Rückseite der Maschine. Und zwar gibt es dann hier einmal diesen Hermes-Schriftzug. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Hermes-Schriftzug und auf der von euch aus rechten Seite gibt es dann hier einmal den Anschlagsregler, wie man sieht. Plus, Minus, dreht man jetzt gegen den Uhrzeigersinn, macht man den Anschlag etwas leichter. Dafür kommen die Typen langsamer zurück und dreht man jetzt im Uhrzeigersinn, dann wird der Anschlag etwas schwerer, aber dafür kommen die Typen auch schneller zurück und wenn man damit richtig zurechtkommt, kann man auch wirklich schnell mit der Maschine schreiben. Ich weiß, der Anschlagsregler ist jetzt nicht unbedingt dazu da, dass man sich jetzt seinen Anschlag aussuchen kann, sondern er war vielmehr dazu da, eine verschiedene Anzahl an Durchschlägen mit Kohlepapier zu schreiben, also Kopien für die es nicht kennen. Und wenn man zum Beispiel 4 Kopien geschrieben hat, dann kann man den Anschlag ja jeweils etwas schwächer oder stärker machen, dass die Type etwas stärker aufs Papier schlägt oder etwas schwächer, dass da halt die Anzahl an Durchschlägen erreicht wird. Ja, ansonsten gibt es auf der Rückseite nichts mehr. Kommen wir jetzt zum Wagen. Am Wagen, auf der von euch aus rechten Seite, gibt es hier einmal Walzendrehknopf, Papierlöser, ganz normal Wagenlöser und hier einmal dieses schwarze Hebel hier, direkt daneben, ist die Wagensperre. Man drückt jetzt diesen Hebel hoch, diesen schwarzen, und wenn man den hochgedrückt hat, dann ist der Wagenlöser auch aktiviert und man kann den Wagen frei bewegen. Achtung, um die Wagensperre zu aktivieren, muss der Wagen ganz am Zeilenanfang sein. Jetzt oder relativ am Zeilenanfang. Jetzt drückt man diesen schwarzen Hebel hoch, schiebt den Wagen Richtung Mitte. Es bleibt dann automatisch stehen, lässt los und jetzt ist die Wagensperre aktiviert. Da ist extra so ein Einhakmechanismus. Relativ simpel, aber effektiv. Deswegen funktioniert wirklich gut und da wird euch eher weniger was im Koffer passieren. Also der Wagen wird euch nicht rumfliegen oder so. Ja, dann haben wir auf der Walze hier aber diese Papierskalierung, Papierandrücker mit Skalierung, 2 Gummirollen. Und ja, ganz simpel, ganz normal. Hinten gibt es dann eine Papiereinführung. Gibt es hier aber eine Papiereinführhilfe, die kann man beliebig verschieben. Die ist auch skaliert von 0 bis 10. Dann gibt es einmal die Papierstütze hier, die kann man nur bis zur Mitte aufklappen. Die ist auch hier oben skaliert und ja, auch im Kreuzlack-Look. Und dann gibt es hier einmal gleich dahinter die Ränder. Ja, die Maschine hat für das Alter schon fliegende Randeinsteller. Also das hat die Hermes 2000 auch schon, nicht nur die Hermes 3000 hatte das. Und ja, finde ich wirklich cool, dass so eine alte Maschine sowas auch hat. Sieht man nicht ganz so oft. Ja, auf der linken Seite vom Wagen gibt es dann einmal den linken Rand. Dann einmal auf dem Papierfixierer gibt es hier nochmal eine Skalierung, beziehungsweise eingraviert 0123. Das ist der Zeilenabstand. Und ja, hier kann man dann den Zeilenabstand einstellen. Gleich dahinter gibt es dann diesen Hebel, den ich schon erwähnt habe. Damit kann man alle Tabulatorstopps auf einmal löschen und dann einmal den Zeilenschalter. Zum stufenlosen Zeilenschalten gibt es ihn hier unten. Ah ne, doch nicht. Gibt es keinen Hebel. Hier gibt es noch einen zweiten Wagenlöser. Und will man jetzt den Walzen-Stechdrehknopf aktivieren, zieht man das Ganze einfach raus und jetzt knackst die Walzen nicht mehr. Das funktioniert wirklich gut. Und es rastet auch richtig schön ein. Ja, ansonsten gibt es hier gar nicht mehr so viele Funktionen. Von unten nochmal einen kleinen Blick hier rein. Man sieht, die Mechanik ist auch geschützt, dass hier jetzt, wenn man die Maschine ölt, dass hier kein Öl runtertropft oder dass vielleicht auch kein Dreck reinkommt. Ansonsten ist hier alles sehr, sehr simpel. 4 Gummifüße. Und ja, das war's eigentlich. Dann kommen wir jetzt zum Schreibtest.
Ja, ich hoffe, man hat einen kleinen Einblick bekommen, welche Funktion die Hermes 2000 hat und wie es ein bisschen schreibt. Meiner Meinung nach schreibt die Hermes 2000 deutlich besser als die Hermes 3000. Also der Anschlag ist meiner Meinung nach viel besser. Auch das Schriftbild finde ich viel schöner als von der Hermes 3000. Und ja, also ich habe mit der Schreibmaschine sehr, sehr gerne. Vor allem vor 2, 3 Jahren habe ich in meiner Hermes Media sehr viel für die Schule geschrieben. Und der Anschlag ist einfach sehr, sehr angenehm. Ansonsten, vielen Dank fürs Anschauen. Schaut gerne auf meiner Website vorbei. Jetzt kommt auch wieder Schreibmaschinen jede Woche rein. Und ich versuche es zumindest jede Woche, welche sauber zu machen. Ich verbringe schon so sehr, sehr viel Zeit beim Schreibmaschinen sauber machen. Das ist eigentlich so viel Zeit, was da reinfließt. Und ich versuche jetzt auch wieder welche auf meinem Shop zum Verkauf zu stellen. Ansonsten, vielen Dank fürs Anschauen. Die Maschine wurde übrigens auch auf einer Website verkauft. Der Besitzer kann sich wirklich glücklich schätzen. Ja, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.